Was diese Ananas mit meinem Kopf zu tun hat, das erfahren wir gleich. Wir sind nämlich heute hier in Berlin beim Rekordtag des Rekordinstituts für Deutschland. Heute sollen hier 5 Weltrekorde geknackt werden und ob das klappt, das schauen wir jetzt mal. Wir haben 2 Tiere, einen Nasenbären, der Bälle fängt, ein Minischwein, das Basketball spielt und natürlich eine High Heels Lady, die Luftballons mit ihren High Heels zertreten wird, die über ihrem Kopf in der Luft hängen. Mirko Stübing aus, nein, nicht Österreich, sondern Berlin-Schöneberg, will seinen eigenen Rekord im Skiseilspringen toppen und schafft 18 Sprünge in einer Minute. Nasenbärin Sunny fängt Bälle. Und wie? Von ihrer Besitzerin Nicole hält sie 26 Stück in einer Minute. Und auch Anna-Maria Petzold stellt einen Rekord auf. Mit ihren Heftzwecken-High-Heels zerplatzt sie 18 Ballons. Schweinchen Moritz versenkt 19 Bälle im Korb. 2. Titel für Team Nicole. Den Höhepunkt bildet Joe Alexander. Er zerteilt mit seinem Samurai-Schwert 12 Ananasfrüchte, die auf dem Kopf liegen. Nichts für Feiglinge. So glatt ist die Ananas abgeschnitten. Man hat so einen ganz kleinen Schlag gespürt. Und ich dachte erst, er haut mir die ganze Ananas runter. Aber er hat sie wirklich glatt zerteilt. Und ja, Gefühl ist so, ich zitter so ein bisschen. Aber es geht, ich habe es geschafft. Eigentlich bin ich jetzt auch Weltrekordlerin. Ja.